Einen wunderschönen guten Tag und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier in unserem Aquapark. Und ihr seht schon, wir sind hier gerade im Suchomimos-Gehege. Die beiden Spinosauren sind auch da hinten. Und unsere vier Dinosaurier haben natürlich wieder ganz, ganz tolle Namensvorschläge von euch in die Kommentare bekommen. Und sie haben natürlich jetzt auch Namen bekommen. Und da haben wir bei dem gelben Suchomimos einmal Yellowstone. Bei dem roten auch einen sehr passenden Namen, wie ich finde, Teufel. Und bei den beiden Spinosauren haben wir zum einen Shadow, das ist der blaue hier. Und der mit dem Dschungelmuster, das ist Rio. Also erstmal vielen, vielen Dank für diese tollen Namensvorschläge. Ihr seid jetzt auf jeden Fall hier in diesem Aquapark verewigt. Und ja, herzlichen Dank auf jeden Fall. Und beim letzten Mal habe ich gesagt, dass der Name von dieser Insel, glaube ich, Hufeisen war. Aber der Name war natürlich Kopfhörer, habe ich auch eingeblendet mit einem Kommentar. Und ich finde, der Name passt ganz gut, weil das sieht wirklich aus wie Kopfhörer hier mit diesen beiden, ja, Wegplätzen hier. Das ist ganz witzig. Aber ich finde, die Insel ist eigentlich schon echt ganz gut gelungen. Also bin ich sehr zufrieden mit. Und ihr habt sogar einen passenden Namen hier. Also ihr habt mehrere Namensvorschläge tatsächlich für diese Insel hier reingeschrieben. Und ich habe mich entschieden für Isla Igana. Dankeschön für diesen tollen Namensvorschlag. Also diese Insel heißt Isla Igana und diese Insel heißt Kopfhörer. Vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, wir machen uns jetzt an die Arbeit. Es gibt wieder jede Menge zu tun. Und ich würde jetzt, glaube ich, erstmal am liebsten eben hier diese Einschienenbahn erstmal abreißen. Weil die Strecke, die werde ich eh komplett ändern, sobald alle Inseln dann letztendlich vorhanden sind. Und ich bin mir auch noch nicht sicher, wie die Strecke verlaufen soll. Mir wurde auch teilweise in die Kommentare geschrieben, dass die ja nicht im Wasser verlaufen sollte, sondern eher so am Rand hier. Wäre auch eine Möglichkeit. Müsste man gucken, wie es dann im Endeffekt im Gesamtkonzept aussieht. Aber mein erster Punkt ist, wir müssen natürlich bald hier wieder neue Inseln anfangen. Aber mein erster Punkt ist noch irgendwo so ein paar kleine Gehege unterzubringen. Relativ platzsparend, damit wir es noch schaffen, ein paar Dinosaurier in unserem Park unterzubringen. Und ich habe mir überlegt, dass wir hier ein kleines Gehege bauen und vielleicht in dieser Ecke hier. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal hier mit dieser Seite an. Ich hoffe, das passt soweit. Also das könnte nämlich ganz schön knapp werden. Aber wir können ja wirklich Dinosaurier nehmen, die nicht hohe Ansprüche haben. Und man kann ja auch gut die Gene bearbeiten. Also das sollte kein Problem darstellen. Aber ich glaube, so wenig Platz wird das hier gar nicht sein. Wir gucken erstmal. Ich mache auf jeden Fall mal eben hier alle Bäumchen weg. Weil hier werden wir gleich dann eine Wegverbindung zaubern müssen. Aber wir müssen natürlich jetzt erstmal hier das Land an eine passende Höhe anheben. Ja, ich glaube, die ist gar nicht schlecht, die ich hier erwischt habe, die Höhe. Wir müssen nur gucken, dass hier der Wasserweg noch vernünftig vorhanden bleibt. Soll halt noch gut aussehen, ne? Ja, ich denke, so geht das klar. Und jetzt müssen wir hier diesen Übergang schaffen. Das wird, glaube ich, gar nicht so einfach. Jetzt müssen wir ein bisschen mit den Höhen gucken, dass wir hier ein bisschen runterkommen. Und das machen wir gleich natürlich mit dem Glätten-Tool. Müssen hier nur ungefähr die Höhenunterschiede ausgleichen. Ich glaube, so ist das schon recht gut. Wir müssen nur gucken wegen der Form, wie das aussieht. Ja, wir schauen erstmal. Also so grundlegend sollte das ja erstmal so passen. Nachher können wir das mit dem Wasser uns ja immer noch anpassen, dass es gut aussieht. So, nehmen wir das Ganze mal. Und dann würde ich sagen, glätten wir hier mal kurz rüber. Schauen da mal, ob das einigermaßen gut gelungen ist. Oh, das sieht doch schon gar nicht so verkehrt aus. Wir müssen jetzt irgendwie hier schräg in den Weg rein. Ich glaube auch, dass der Weg hier... So machen wir mal. Ich glaube auch, dass der Weg hier vorne tatsächlich noch in beige eigentlich muss. Nur die Brücke in... Ist nicht. Hat mir irgendwie vorher besser gefallen. So sieht das irgendwie schicker aus, ne? Hm, egal, lassen wir erstmal so. Und versuchen jetzt erstmal hier einen guten Weg abzuzweigen. Machen wir das hier oben. Das ist jetzt hier die Frage. Ich will das eigentlich sogar hier am Rand machen, weil dann können wir hier vorne nochmal Bäume hinmachen, um das ein bisschen zu verstecken. Genau. Ich würde sagen, wir führen jetzt erstmal den Weg hier einmal in der ganzen Sache entlang.
Ah, das gefällt mir noch nicht so gut. Da müssen wir noch ein bisschen mehr, ja, ich nenne es mal Schwung in den Weg reinbringen. Nur lieber so ein bisschen mehr geschwungen. Glaube, wir gehen gar nicht so weit. Ich habe da nämlich eine Idee. Wir machen einfach so. Dann machen wir auch hier wieder so einen kleinen Wegplatz. Na komm schon. Lass mich das hier vernünftig ausfüllen. Okay, wie sieht denn das aus von oben? Ich mache mir am meisten Sorgen darum, dass hier zu viel Wasser verloren geht. Ich glaube, ich muss das alles noch ein bisschen nach links verschieben, dass hier noch ein bisschen mehr Wasser ist. Das sollte soweit passen. Dann haben wir hier noch einen einigermaßen ja, breiten Wasserweg, dass es auch noch so aussieht wie ein Wasserpark auf dieser Seite. Und der Weg ist eigentlich ganz gut. Und wir müssen jetzt überlegen, ob wir es noch schaffen, hier eine Beobachtungsstation beziehungsweise so einen Beobachtungs, ja, Turm unterzubringen. Aber ich glaube, das lassen wir auf dieser Seite einfach mal sein. Dann kann man hier halt mal die Dinosaurier nur durch die Zäune beobachten. Das ist ja an sich auch nicht schlimm, weil der Platz hier ist wirklich sehr begrenzt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt direkt an mit dem Gehege. Das habe ich mir wie folgt vorgestellt. Und zwar geht das Gehege. Wir müssen jetzt mal schauen, wie wir das genau handhaben. Das Gehege geht auf jeden Fall hier dann so rum. Also hier fängt es an, wo ich jetzt auch den Anfangspunkt gesetzt habe. Und dann geht das einmal hier an diesem Platz entlang. Es geht sogar relativ gut hier mit dem Zaun. So. Das hat echt gut geklappt. Und dann natürlich hier entlang. So. Ich meine, hier werden wir auch gleich noch Bäume und so vormachen. Und dann schauen wir mal eben die Größe an von oben. Hier, diese Kante und so, die muss ich gleich nochmal eben draus machen. Sieht echt ein bisschen schäbig aus. Hier oben geht ja echt klar. Aber das hier sieht echt ein bisschen komisch aus. Da müssen wir vielleicht hier das Stück allgemein nochmal ein bisschen überarbeiten. Können wir einfach hier so gerade entlang ziehen. Das ist auf jeden Fall ein bisschen schicker. Aber ich denke mal, von der Größe könnte das ganz gut klappen. Oh, das sollte eigentlich passen. Ist fast so groß wie das Iguanodon-Gehege. Also gar nicht so klein geworden. Wir müssen nur jetzt gucken. Den Wegrand müssen wir natürlich eigentlich auch noch mit Zaun. Weil wir können ja auch den Zaun einfach mal weglassen. Hier kommen sowieso Bäume hin. Ich will ja, dass das Ganze versteckt ist. Wir fangen mal an, jetzt hier so ein paar Bäume zu zeichnen, so wie ich es gern hätte. Gott, was ist da denn für ein hoher Baum gekommen? Der muss weg. Mir irgendwie nicht gefallen. So. Wir wollen ja auch nicht zu krass runtergehen. Hier können wir auch noch mal ein bisschen mit Gräsern und so arbeiten. Und jetzt hier, das will ich eigentlich ganz gut versteckt machen. Aber ihr seht schon wieder, hier sind schon wieder Lücken drin des Todes. Ach, das ist echt doof, ne? Dass es so mega Zufall ist, wie man die Bäume platzieren kann und wie nicht. Ich wollte das eigentlich wirklich sehr schön versteckt hier machen, den Weg. Aber das geht hier wieder alles nicht so, wie ich es mir vorstelle. Aber gut, damit müssen wir leben. Wir machen auf jeden Fall hier noch ein paar Bäumchen wieder weg. Hoffen zumindest, dass wir die jetzt so genau am Wasser sind. Ach, das ist auch wieder blöd, ne? Ich will hier den Baum entfernen, den hier. Und der geht als allerletztes weg. Das heißt, wir müssen diesen Baum wahrscheinlich in Kauf nehmen, wenn wir hier was vormachen wollen. Aber gut. Ich habe es jetzt hinbekommen, hat wieder länger gedauert, als ich es mir ja, erhofft hatte. Ich konnte partout keine Bäume hier hin platzieren. Musste jetzt den ganzen Weg ein wenig verschieben, alles nach rechts und nach unten so ein bisschen. Aber ihr seht, das Gehege hat jetzt nicht viel Platz eingebüßt. Und jetzt ist hier auch vernünftig ja, ein Sichtschutz von Bäumen davor. Das gefällt mir ganz gut jetzt. Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir wahrscheinlich gleich schon das nächste Problem, was Bäume angeht, weil ich würde ganz gerne den Zaun hier hinten verstecken. Aber genau hier wird das auch wieder mit den Bäumen kommen. Ach, die Bäume, ey. Das ist echt immer das Gleiche. Ich kann ja wieder partout keine Bäume platzieren.
Das ist echt doof. Ich wollte jetzt eigentlich hier nochmal so eine schöne Baumreihe vor dem Zaun machen, aber ihr seht, wie weit ich vom Zaun entfernt erst bauen kann. Naja, wir machen das Beste draus. Geht halt nicht anders. Hier können wir auch keine Bäume platzieren, alles klar. Naja, machen wir mal ein ganz schön waldiges Gehege. Das macht ja nichts. Sieht an sich gar nicht so schlecht aus, wenn man hier aus Besucherperspektive schaut, oder? Das geht eigentlich klar. Sieht ganz cool aus. Kann man so lassen. Jetzt müssen wir natürlich hier noch. Hier machen wir nochmal ein paar Bäume weg. Und dann müssen wir gleich noch auf jeden Fall Wasser unterbringen. Dann schauen wir mal. Aber es sieht eigentlich ganz cool aus, oder? Kann man auf jeden Fall machen. Jetzt ist hier nochmal so ein extra Bereich. Bisschen sichtgeschützt. Ich glaube, ich mache hier die Bäume mal komplett weg. Ja, passt. So, und dann bringen wir mal eben Wasser unter. Wo machen wir denn am besten das Wasser hin? Machen wir, glaube ich, mal hier hin. So, ja, das sieht doch schon ganz nice aus. Machen hier auf jeden Fall noch ein paar Büsche hin. So, und dann haben wir hier auch ein einigermaßen ordentliches Gehege geschaffen. Ich glaube, ich mache hier doch wieder Bäume hin. Lieber ein bisschen mehr bewaldet, dann sieht das alles natürlicher aus. Ist ein bisschen schade, dass man hier diesen Bereich hätte ich gerne noch schön verwuchert gehabt, aber geht leider nicht. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier aus dieser kleinen Ecke noch gut den Platz genutzt, haben jetzt hier noch ein schönes Gehege untergebracht und dort können wir dann auch wieder ja, schöne Dinosaurier reinmachen. Auf jeden Fall Pflanzenfresser. Ihr habt sogar schon ein paar Vorschläge in die Kommentare geschrieben, was als nächstes so in den Park kommen soll an Dinosauriern. Und da werde ich auch gleich was umsetzen. Ich würde fast sagen, dass wir jetzt erstmal hier den Zaun eben fertig machen. So. Frage ist, machen wir hier noch einen Zaun auf der linken Seite? Nee, eigentlich nicht, ne? Nee, das geht klar, denke ich. Hier wird schon keiner den Abhang runterpurzeln und ins Wasser fallen. Ja, wie gesagt, hier mache ich auf jeden Fall ein Pflanzenfressergehege rein. Und welcher Pflanzenfresser das wird, das verrate ich euch jetzt. Und zwar kommen in unser neues Gehege. Das hat auch jemand vorgeschlagen in den Kommentaren. Da kommen rein. Lasst sie mich finden, einen Moment. Gigant Spinosaurus. Finde ich auch sehr, sehr cool. Mega nice mit diesen ganz langen Hörnern da an der Seite. Wir müssen mal schauen, ob wir da schöne Skins rausfinden. Lebhaftes ist ja immer sehr schön. Dschungel könnte auch passen. Savannenmuster. Ich denke mal, ich entscheide mich zwischen lebhaft und Dschungelmuster. Ich glaube, ich mache zwei mit lebhaften und zwei mit Dschungelmuster. Wir gucken erstmal ins Soziale, wie das da aussieht. 4 bis 16. Ich möchte 4 Stück machen. Das passt perfekt. Können wir so lassen. Wir machen auf jeden Fall hier enger Raum rein. Kann nicht schaden. Die Bewertung machen wir noch ein bisschen höher. Vielleicht so auf Minimum 80 oder so. Man kann sogar hier, sehe ich gerade, zweimal das Habitat boosten. Ja, Raum könnten wir noch. Ich glaube, ich mache das sogar. Sicher ist sicher. Lieber weniger Ansprüche als zu viele. So, dann brüten wir die mal aus. Also 2 Stück mit lebhaften Muster. Und 2 Stück mit dem Dschungelmuster. Dann schauen wir uns doch mal die Dinosaurier an. Da haben wir zum einen einmal das lebhafte Muster. Die Animation ist ja echt nice, ne? Wie sie so hochspringen. Sehr, sehr süß. Auf Wassersuche. Ich weiß gar nicht, ob du hier fündig wirst. Ja, wirst du sogar. Ich finde, der Skin, der sieht eigentlich ganz schick aus. Der könnte auf jeden Fall passen. Also passt auf jeden Fall, weil guck mal hier so blau, so ein bisschen grünlich. Das ist auf jeden Fall perfekt für einen Aquapark. Also wirklich ein toller Dinosaurier hier für unseren Park. Dankeschön für den Vorschlag für Gigant Spinosaurus. Und dann gucken wir uns nochmal gemeinsam das Dschungelmuster an. Wie das denn aussieht. Oh ja, das ist ein sehr, sehr schöner Kontrast. Und jetzt können wir auch hier nochmal den süßen Sprung angucken. Und hepp. Oh. Ja, die Animation ist schon nice. Aber das gefällt mir sehr gut. Da haben wir wieder einen sehr, sehr guten Kontrast. Einmal so bläulich, einmal rötlich. Gefällt mir. Nach und nach trudeln jetzt hier unsere Gigant-Spinosaurin ein.
Da landet schon der Erste. Und brüllt erstmal rum. Und ihr könnt natürlich wieder für die Gigantspinosaurin auch gerne wieder Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Denn mit etwas Glück werdet ihr dann hier in meinem Aquapark verewigt sein. Würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen. Und ich finde, wenn ich mir das jetzt so angucke, die beiden, oder beziehungsweise die vier gleich, werden sich echt gut machen hier in dem Gehege. Ist nochmal eine schöne Sache. Haben wir den Platz hier in der Ecke sehr, sehr gut genutzt. Haben hier nochmal ein ganzes Gehege untergebracht mit vier Sauriern. Also das gefällt mir auf jeden Fall gut. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall noch so ein paar Kleinigkeiten bearbeiten, die mich stören. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das so geil finde, dass hier der Weg direkt so am Wasser ist. Ich glaube, ich werde hier noch so ein bisschen Gras davor machen. Wir gucken mal, wie das Ganze aussieht. Machen wir das hier noch so ein bisschen breiter. Eine ganz kleine Grasfläche. Mal schauen, dass das möglichst natürlich noch aussieht. Natürlich, auch nicht schlecht. So. Ich glaube, das gefällt mir schon ein bisschen besser. Natürlich machen wir auch noch hier, sag ich schon wieder natürlich, mein Lieblingswort. Wir machen hier noch ein paar Bäumchen hin. So, der Baum hier, Wasser noch weg. Dann passt das eigentlich. Noch ein paar Gräser. Gefällt mir das besser? Gefällt mir das nicht besser? Gute Frage, aber ich glaube, das gefällt mir. Das passt soweit. Ja, das sieht auch schon ganz gut aus hier im Gehege. Boah, das lässt sich schon sehen, oder? Wenn man hier mal so rüberschaut. Man sieht schon ganz gut aus. Gucken mal von oben. Boah, wird nur eng hier oben. Hier müssen wir uns echt noch was überlegen, wie wir das mit den Inseln regeln. Und am Ende wird es nochmal schwierig mit den Einschienenbahnstationen. Aber so weit sind wir jetzt ja noch nicht. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal hier oben den Bereich unsicher. Hier oben will ich ja auch noch so ein kleines Pflanzenfressergehege unterbringen. Da schauen wir mal, wie wir das machen. Wir müssen hier auf jeden Fall das Land auch etwas anheben. Ich hoffe, diese Höhe ist gut. Na, das ist eigentlich genau die richtige Höhe, wenn ich hier mal schaue. Aber das ist sehr, sehr hoch. Und wenn etwas sehr, sehr hoch ist, geht immer sehr viel Platz verloren. Das wissen wir ja schon. Müssen wir mal gucken, wie wir das handhaben. Oh, das wird auf jeden Fall kleiner als das hier links, das Gehege. Aber vielleicht können wir da ja auch etwas kleinere Dinosaurier unterbringen. Dann sollte das eigentlich gehen. Wir ziehen jetzt erstmal den Weg hier lang. Schön am Rand am besten. So. Auch wenn das hier platztechnisch noch knapper ist. Hier oben will ich auch nochmal ein Stück anheben. Hier ist der Weg ein bisschen uneben. Ein bisschen glätten. Und so passt das, denke ich. Ist zwar ein bisschen schräg jetzt hier, aber das stört die Besucher, glaube ich, herzlich wenig. Auch wenn hier wenig Platz ist, da war ich stehen geblieben, möchte ich hier, glaube ich, ein Beobachtungsturm hinmachen. Müssen mal gucken, wie wir das platzieren können. An sich könnten wir das so machen. Das können wir nochmal kurz wegmachen. Das müssen wir gleich anpassen, je nachdem, wie das hier von der Form sein wird. Hier heben wir nochmal ein bisschen an. Das ist ja nur ganz minimal. Das verändert, glaube ich, nicht viel. Und dann können wir hier hinten auch wieder so eine kleine Wegfläche ziehen. Möglichst nah ran. Machen wir mal so. Und dann hier die Schräge. So. Ist aber so. Sieht das schon ganz nice aus. Ein bisschen anheben. Da, wo es runterfällt oder absackt. Ja, das sieht doch gar nicht verkehrt aus. Zu viel Wasser geht auch nicht verloren. Und dann können wir auch schon den Zaun ziehen. Die Frage ist jetzt nur, wie groß wird das Gehege? Wahrscheinlich ziemlich, ziemlich klein. Der Zaun ist soweit fertig.
Und ich habe natürlich auch hier versucht, möglichst nah am Rand zu bauen. Ist dadurch ein bisschen eckig geworden, aber das soll uns nicht weiter stören. Vielleicht können wir das Ganze auch wieder hier mit ein paar Bäumchen verdecken. Wird wahrscheinlich nicht so gut klappen, wie ich es gerne hätte, aber ich denke mal, für den einen oder anderen kleinen Dinosaurier sollte das Gehege reichen. Wir können jetzt auf jeden Fall das Gehege mal so ein bisschen noch verstecken wieder. Allgemein können wir mal hier ein paar Bäumchen hinmachen. Ja, hier geht natürlich gar nichts. Super. Aber hier geht dafür was? Ah, das klappt ja ganz gut hier mit den Bäumen. Wir machen da gleich noch wieder welche weg. Ist ein bisschen zu dicht, der Wald. Auch hier ist natürlich wieder die Frage, mache ich auf der linken Seite den Zaun weiter? Müsste ich eigentlich machen, ne? Weil ich habe den hier vorne auch lang geführt, den Zaun. Aber eigentlich müsste ich auch hier den Zaun ziehen. Ja, wir wollen das gar nicht zu dicht hier machen. Ein paar Bäumchen können wieder weg. Da, wo es so mega hohe Bäume und so schon sind, auf jeden Fall, die müssen weg. Können wir noch ein paar Büsche an den Wasserrand machen. Und dann sieht das eigentlich schon ganz gut aus. So, und dann würde ich sagen, ziehe ich mal kurz den Zaun hier noch lang. Den Zaun habe ich soweit hier lang gezogen. Dadurch sind natürlich wieder einige Bäume noch verschwunden, aber ich denke mal, das passt so noch. Ich überlege sogar, ob ich hier noch ein paar wegmache. Und ist hier so die. Ja, das gezielte Baum wegmachen ist echt immer schwierig. Ich kriege halt nie die Bäume erfasst, die ich wirklich gerne erwischen möchte. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Aber lassen wir mal so. Also viel besser werden wir es gar nicht hinkriegen. Sieht auch einigermaßen gut aus. Ja, kann man auf jeden Fall machen. Natürlich müssen wir auch hier drin wieder ein paar. Ja, vielleicht nicht direkt vor dem Turm. Das macht nicht viel Sinn. Also ein Turm macht allgemein hier nicht so viel Sinn, aber die Galerie ist einfach bei weitem größer. Und dadurch macht die einfach noch weniger Sinn, weil wir hier schon so wenig Platz haben. Und ja, besser als nichts, der Turm. So, machen wir mal hier noch so ein paar Bäumchen rein. Das Gehege ist natürlich auch sehr, sehr flach und nicht hügelig, aber um das jetzt hügelig hier zu gestalten, dafür ist auch absolut kein Platz vorhanden. Wir wollen auch nicht so ein Riesenwasserbecken. Deswegen müssen wir wieder ganz viel wegpinseln. Ich denke mal, das reicht schon fast. Machen dann noch hier so, zack, ein paar Büsche rein. Und dann machen wir noch einen Futterspender. Dann sollten wir das Gehege schon fertig haben, soweit. Zack. Und ja, haben wir noch ein Gehege hier am Rand geschaffen. Gucken, wie die Sicht ist. Ja, ist natürlich sehr, sehr hoch, aber beobachten kann man die Dinos trotzdem gut. Also bin ich mit zufrieden. Kann man auf jeden Fall so machen. Und jetzt haben wir, indem wir hier am Rand jeweils ein Gehege gebaut haben, wenig Platz verschwendet und auch zwei Gehege untergebracht. Da bin ich sehr, sehr zufrieden mit. Und das sieht auch optisch eigentlich ganz gut aus, oder? Also wenn man mal von hier oben so guckt, unser bisheriger Park hat doch schon eine sehr nette Form und der Wasseranteil ist auch noch sehr, sehr hoch. Also man kann es auf jeden Fall Aquapark nennen. Man sieht auf jeden Fall, dass hier das Ganze auf einem See gebaut ist und dass überall Wasser drumherum ist, dass hier Inseln sind, so weiter. So wollte ich sie auch haben. Und jetzt kommt wieder die Überlegung, was machen wir für Dinosaurier rein? Das dürfen ja nicht allzu große sein. Ich mache hier nochmal ein paar Bäume weg. Wir können mal eben gemeinsam gerne in unseren Entwicklungslabor gehen und mal eben schauen, was wir dir reinmachen können. Wir können einen Kasmosaurus machen. Ich schau mal eben, was haben wir denn jetzt schon in unserem Park an Dinosauriern? Also hier die Fleischfresser, Suchus, Spinos, Iguanodons und Gigantspinosaurus. Eigentlich würde der Kasmosaurus echt gut passen. Der ist mir jetzt so als erstes ins Auge gefallen. Und den mache ich auch sehr, sehr selten. Also warum nicht? So, irgend so ein Langhals, den müssen wir auf jeden Fall auch noch irgendwo unterbringen. Aber da der Platz sehr, sehr klein ist, würde, glaube ich, der Kasmosaurus gut passen. Gallimimus und so passt natürlich auch überall rein. Vielleicht können wir auch ein gemischtes Gehege machen. Vielleicht der Mutaburasaurus. Oder hier so ein.
Wisst ihr was, Leute? Wir machen auf jeden Fall den Kasmosaurus rein. Der ist jetzt mir als erstes ins Auge gesprungen und deswegen nehmen wir den jetzt einfach. Auch hier nehmen wir, das ist gar nicht das Lebhafte. Aber Regenwaldmuster ist auch eigentlich meistens sehr, sehr schön. Schauen mal eben hier. Enger Raum machen wir auf jeden Fall. Guck mal, der hat richtig geringe Anforderungen. Also der sollte auf jeden Fall keine Probleme bekommen. Wie sieht es sozial aus? Er braucht mindestens 3. Wollen wir ihm 3 geben oder machen wir nur 2? Das ist jetzt die Frage. Aber wir machen mal 3. 3 ist schon in Ordnung. Auch diesen boosten wir noch hier so ein bisschen random mit den Werten. Die sind ja nicht so wichtig. So, auf 80 möchte ich ihn schon gerne haben. So, dann brüten wir den mal 2-mal aus. Und, ne, 3-mal müssen wir ihn ausbrüten, ne? Ja, wir lassen aber, wir machen Regenwaldmuster 2-mal. Und ich würde fast sagen, dass wir 1-mal ein anderes Muster nehmen. Und zwar das, boah, nehmen wir mal Tundra-Muster, ich weiß gar nicht, wie das aussieht. Und pimpen ihn hier noch ein bisschen, dann wird nämlich dieses anders aussehende Tier, das Alpha-Weibchen. Und ich denke mal, das ist eine coole Sache. Vielleicht können wir jetzt auch noch eine andere Dino-Art mit da reinpacken. Ich meine, das Gehege ist sehr klein. Wir könnten dann sowas wie den Gallimimus da mit reinpacken. Aber den haben wir schon im letzten Park gebaut. Struthiomimus vielleicht. Oh, Trodans könnten wir auch hier in den Park machen. Aber natürlich nicht in das Gehege. Wir wollen ja nicht, dass die sterben. Ornithomimus. Oh, dieser Name, ey, der ist auch ganz, ganz schlimm. Ich glaube, ich mache noch 2 von denen hier rein. Schauen wir mal eben in deren Genom. Hier, komm, lebhaftes Muster. Sozialen Anforderungen sind gering, oder? Ja, 1 bis 16. Ganz entspannt, Habitat. Ja, auch mega entspannt. Also, das geht auf jeden Fall klar. So, auch hier, den pimpen wir noch so ein bisschen random die Werte hoch. Zumindest auf 30, das sollte passen. Wir machen den mal. Und jetzt fehlt uns natürlich hier ein Platz. Ja, Ausbrüttempo. Ich mache mal eben hier Kapazität rein. Dann können wir nämlich auch noch den letzten ausbrüten. Gehen hier nochmal rein. Und den machen wir in Regenwaldmuster. Ja, und jetzt brüten die 5 aus und dann gucken wir mal. So, jetzt nach und nach werden die Dinosaurier hier fertig. Dann würde ich sagen, lassen wir mal den ersten Archeo frei. Schauen uns mal das an, wie der aussieht. Oh, der ist doch ganz schick. Hat so ein bisschen orange-golden oben, so ein Streifen. Na, ganz cool. So, und lassen wir mal den nächsten Archeo frei. Und danach lassen wir die Kasmos frei und schauen uns die mal an. Mal gucken, wie der aussieht. Oh, der ist wieder sehr, sehr passend für unseren Park. Ein bisschen bläulich hier oben. Jo, der passt perfekt. Der ist grün-bläulich. Also viel besser geht's gar nicht von der Farb-Combination. Jetzt lassen wir mal einen Kasmo frei mit Regenwaldmuster. Gucken uns den mal an. Hätte aber auch eine schöne, so einen schönen Nackenpanzer. Nicht schlecht. Kasmo sieht echt cool aus. Gefällt mir sehr gut. War, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung. Der hat zwar sehr, sehr kurze Hörner da vorne, aber das macht ja nichts. Oh, da rennt er direkt zum Wasser. So, Regenwaldmuster haben wir gerade freigelassen. Dann lassen wir mal das Alpha-Weibchen mit Tundra-Muster frei. Schauen uns das mal an. Oh ja. Das hebt sich auf jeden Fall sehr, sehr ab von den anderen. Da ist er und schreit. Sehr schön, sehr schön. War, glaube ich, eine gute Entscheidung. Und denkt auf jeden Fall daran, auch für diese 5 neuen Dinosaurier könnt ihr mir gerne Namensvorschläge in die Kommentare schreiben. Lassen wir den letzten noch frei. Und ich würde sagen, wir holen schon mal den Helikopter eben her. Da kommen sie alle nach und nach geflogen. Ihr seht schon da hinten, in Kolonne fliegen sie alle her. Und der erste landet jetzt hier und brüllt erstmal rum. Wir schauen uns jetzt das nochmal eben an, wie die hier alle
landen und wie sie sich dann im Endeffekt in unserem Gehege machen, von der Optik her. Aber ich denke mal, wir haben da ganz schöne Dinos gefunden. Die passen auf jeden Fall gut zusammen, verstehen sich hoffentlich. Also ich denke nicht, dass es da Probleme geben sollte. Das sind ja recht pflegeleichte Dinosaurier, die ich hier reingepackt habe. Aber das ist ganz cool, gefällt mir. Und dann haben wir wirklich in dieser Folge ordentlich viele neue Dinosaurier in unserem Park untergebracht. Ich glaube, wir haben die Anzahl an Dinosauriern mehr als verdoppelt. Wir hatten ja vorher, wie viele hatten wir denn? 4 Stück hier. 4 Stück hier. 8 Stück hatten wir. Jetzt haben wir ja. Ja, wir haben die mehr als verdoppelt, die Anzahl in dieser Folge. Also nicht schlecht. Wir haben 2 neue Gehege gebaut. Kaum Platz verschwendet. Ich bin sehr zufrieden. Denkt auf jeden Fall daran, Namensvorschläge für die tollen neuen Dinosaurier in die Kommentare zu schreiben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und für heute soll es das dann auch erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Ganze gefallen hat, dürft ihr gerne ein Like da lassen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und natürlich auch gerne einen netten Kommentar. Würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und beim nächsten Mal machen wir dann hier hinten den Bereich auf jeden Fall weiter. Hier müssen wir auf jeden Fall eine neue Insel erschaffen. Das wird natürlich wieder ganz schön viel Arbeit. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Vielleicht können wir auch hier oben was schön Bergiges bauen oder so. Müssen wir mal gucken. Aber Leute, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Euer Dandy.